Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal. Ich stehe jetzt hier an einer unbefahrenen, verkehrsberuhigten Straße. Ich muss hier noch kurz überqueren, bevor wir mit dem Video fortfahren können. Schon mal gesagt, dass ich diese Straße hasse. Wie ihr am Thumbnail schon sehen konntet, das Projekt Hyundai Coupé wird hiermit abgeschlossen sein. Ich erkläre auch gleich warum. Hier steht das gute Stück. Das behinderte ist, ich hatte noch die Scheiben getönt gehabt. Habe ich auch noch Geld für ausgegeben, weil ich dachte, okay, das wird irgendwie, wird das was. Eigentlich habe ich gedacht, okay, der Hyundai Coupé ist eigentlich ein schönes Sportfahrzeug. Machst du den so einigermaßen fertig, gibst du den ganzen Thema, in diesem Fall war es All Black. Habe ja die schwarzen Felgen drauf gehauen, das hat ja auch ganz guten Anklang gefunden bei euch. Und hat auch motiviert. Und letztens wollte ich mit diesem Fahrzeug, weil ich Termine in Osnabrück hatte, nach Osnabrück fahren. Und ja, dann irgendwas, so ein Schlackern auf der Achse bei 80 bis 90 km/h. Das Lenkrad so richtig so am Zittern. Ich habe die Bremsen kontrolliert. Da hängt nichts fest. Die sind freiläufig. Ich vermute mal, dass der Verkäufer der Felge, der Felgen, mich so ein bisschen gelenkt hat und eine Felge auf jeden Fall einen Schlag hat, einen heftigen Schlag. Wir haben es schon beim Auswuchten gesehen, dass eine Felge mehr Gewichte brauchte. Aber dass das so extrem ist, gut, also man kann auf jeden Fall keine hohen Geschwindigkeiten fahren. Fehler ist vermutlich die Felge. Vorne dieses Klappern aus der Motorhaube, das zeige ich euch gleich auch nochmal. Falls jemand Interesse hat an diesem Fahrzeug, kann mir gerne auf Instagram schreiben oder auch unten über die angegebene E-Mail-Adresse mich kontaktieren. Das Fahrzeug wird bis Sonntag noch zum Verkauf stehen. Danach wird es geschlachtet. Also falls vielleicht einer Teile braucht. Warum ich den schlachte, erkläre ich euch auch gleich. Ich fahre jetzt erstmal den Wagen rüber auf den Hinterhof. So. Oh Mann, Alter. Ich kann hier nicht mal drehen, ey. Na komm! Sonst fahren die 300 hier, Alter. Jetzt der Dulli fährt 20. Mit seinem Pinocchio-Auto, ey. Maschallah, Alter. Was ein Wendekreis, dieses Auto. Richtiger Müll. So. Ich hoffe, ich komme hier rein. Alter, die Reifen sind so flach. Ich muss immer aufpassen, dass ich keine Dellen in die Felgen haue. Ich lasse den Wagen jetzt mal weiterlaufen, damit ihr nochmal das Geräusch hört. Auf Beifahrerseite. Wenn der Wagen richtig auf Temperatur kommt, ist das komplett weg. Auch im niedrigen Drehzahlbereich, im hohen Drehzahlbereich ist komplett weg. Der Wagen hat, abgesehen von diesem Klackern, volle Leistung. Schaltet sauber die Gänge und hat auch die vollen 167 PS, das merkt man auch. Anfangs war der Plan, gewisse Teile zu verkaufen, wie den Heckspoiler, da einen größeren drauf zu machen. Die Frontschürze hätte ich weggedrückt, hat verkauft und hätte eine andere geholt, wo das hier vorne geschlossen ist, damit sich das komplette Frontbild ändert. So, dann hätte ich vielleicht noch den einen oder anderen Badge drauf gemacht, so als Sticker. Also ihr müsst euch vorstellen, hinten noch eine Theke drauf. Vorne die Haube, ein bisschen maskuliner, vielleicht so Sideflaps. Und das wäre es dann auch schon gewesen. Dann hätte man sagen können, okay, Projektabschluss, weg damit. Aber dieses Klackern vorne, ich habe gar keinen Bock, da noch den einen oder anderen Euro jetzt rein zu investieren. In dem Wissen, dass ich auf jeden Fall das nicht mehr rausholen werde. Die Felgen, gut. So, Freunde, jetzt fragt ihr euch, wieso verkauft er das Auto nicht in einem, sondern will er ihn schlachten? Gut, wird sich einer finden, bis Sonntag werde ich ihn so verkaufen, wie er hier steht. Ich setze das Auto mit 1950 Euro ungefähr an. Und jetzt erzähle ich euch mal, was man macht, wenn man den Wagen schlachtet. Ist für mich viel lukrativer. Theoretisch habe ich ja den Platz. Könnte man da hinten in die Ecke verstauen. Und nur Teile abbauen, wenn auch wirklich jemand was kauft. Ich habe den Wagen spaßhalber schon mal als Schlachtfest inseriert. Angefragt dafür wurden mal die Felgen. So ein Heckspoiler kostet 130 bis 150 Euro.
die originale V6 Abgasanlage würde ich so einstufen mit 300 bis 400 Euro. Rückleuchten sind nicht so wertvoll, aber sind auch so 20, 30 Euro Artikel, genauso wie die Rückspiegel. So, die Frontscheinwerfer, die sind selten. Dunkle Frontscheinwerfer. Die sind sehr beliebt und sehr selten. Werdet es nicht glauben, aber ich würde die sogar mit 400 bis 500 Euro einschätzen, weil es kaum Teile gibt für dieses Fahrzeug. Es gibt so gut wie gar keine Schlachter natürlich. Vielleicht einen oder zwei im Netz. Wenn ihr mal Hyundai Coupé eingibt, habt ihr ungefähr 500 bis 600 Artikel unter Teile bei Kleinanzeigen. So, dazu kommt dann alles, was Fahrwerkstechnik ist. Dazu kommt ein Kotflügel, sauber. Rostfreie Türen. Jetzt gehen wir mal nach innen. So, wir haben eine Lederausstattung, wir haben geledertes Lenkrad, Klimaautomatik, wir haben hier vorne Armaturen, hier diese Spange in so eine gebürstete Stahloptik, dann ein Tacho natürlich, Musik, Schalter, Griffe, Türtafeln etc. Alles, was im Kofferraum natürlich auch verbaut ist, ist auch nochmal wichtig, weil es durch den alltäglichen Gebrauch mal häufiger verschleißt. Frontschürze, Heckstoßstange, also kommt schon einiges zusammen und ich würde sogar behaupten, dass wenn man den Wagen schlachtet, man auf jeden Fall eine gute 3000 draus macht. Und man braucht natürlich viel mehr Zeit, aber da das Auto selten ist, denke ich schon, dass das auf jeden Fall machbar ist. Schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Sollte man den unter Wert einfach weghauen, dass er weg ist, keine Kopfschmerzen mehr? Oder würdet ihr das auch so machen wie ich und das Fahrzeug dann schlachten? Das würde mich mal interessieren. Jetzt zu einer anderen Baustelle. Letztes Wochenende habe ich ja Dachhimmel ausgebaut. Hier seht ihr 7er Dachhimmel. Dazu wird ein Video folgen. Es war grausam, es war ein Horrorfilm. Angriff der Killerkleber würde ich den nennen. Und ja, da hatte ich auch ein bisschen Hilfe. Die Jungs haben mir auch ein bisschen leid getan, haben auf jeden Fall extrem gut geholfen, so dass wir einige schon entfernt haben. Wir haben auch versucht, Alcantara-Bezug schon drauf zu machen. Da haben wir aber einen kleinen Fehler gemacht. Das werde ich auch noch mal im Video erklären. Wie ihr seht, ist alles abgebaut, auch B-Säule, C-Säule sowieso, Hutablage. Und ja, Armaturenbrett ist wieder drauf. Jetzt war der Plan, hier noch an das Holz zu gehen. Ich habe die Option, entweder das auch mit Alcantara zu beziehen, was möglich wäre, oder das Ganze zu lackieren. Ich würde tendieren zu so einer schwarzen Klavierlackoptik oder ein ganz dunkles Grau oder in Richtung Carbon. Schreibt man gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren, wofür da die Mehrheit stimmt. Ich bin so mehr im Black-Bereich. Wollt euch auf jeden Fall kurz auf dem Laufenden halten mit so einem Video, was als Update gilt. Mein Kopf ist einfach Apfelmus momentan. Ich habe einen Schlaf von 4 Stunden pro Tag. Der Plan, in die Türkei zu fahren, steht nach wie vor. Am 14. auf den 15. geht es los. Ich bin momentan ganz heiß am Abchecken, wo der Wagen lackiert werden soll. Hab da einen wirklich geilen Favoriten. Wenn das klappt, das wird einfach grandios. Farbe wird auf jeden Fall was Dunkles werden. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich noch so erledigt habe. Wir haben dunkle Rückleuchten auf dem 7er. Es wirkt natürlich erst, wenn das Auto selber auch dunkel ist. Dann habe ich alle Shadow-Line-Leisten schon verbaut. Die werde ich wahrscheinlich nochmal lackieren lassen. In so einem schwarzen Klavierlackzeug. Genauso wie das hier. Dass das schön dunkel und glänzend ist. Die Leisten hier werde ich wahrscheinlich lassen. Originalität. Oder meint ihr, oder was sagt ihr, soll ich die auch Schwarzglanz lackieren, die Leisten später. In Wagenfarbe auf keinen Fall, weil das muss so ein bisschen sich absetzen. Stoßstangenhalter ist auch neu gekommen. Habe die Stoßstangen wieder drauf angepasst. Hier dieser Spalt ist original. Da ist so eine Gummidichtung hier drin. Das ist original so. Ich werde auf jeden Fall noch orangene Seitenblinker besorgen.
weil ich erstmal bei dem Orange bleiben möchte. So, und jetzt kommt hier die Alpina-Lippe ohne Alpina-Emblem. Auch drauf. Wie habe ich das geschafft? Ich habe die Stoßstange leicht an der Seite aufgedremelt, so dass sich das Ganze setzt, weil da fehlte locker so ein Stück. Man muss die ganz fest anpressen. Das Gitter habe ich hier neu. Und dann habe ich auch für eine heftigere Front die Japanleiste, die sogenannte, hier. Normalerweise ist hier ein Kennzeichenhalter, der geht hier nach unten hin. Die Front wirkt so viel cleaner. So ist der Stand der Dinge. Sollte sich noch was ergeben, werde ich mich natürlich mit einem Video wieder melden. Auch was das Thema Dachhimmel angeht. Sternenhimmel kommt ja da rein. Da auf jeden Fall mit dem Video. Das eine oder andere, ich mache so Step by Step. Und wenn ich was geschafft bekomme, wo ich meine, okay, das kann man mit einem Video zeigen, werde ich das auch tun. Viele gucken noch, ohne den Kanal zu abonnieren, hier einfach weiter fleißig die Videos. Wäre aber cool, wenn ihr trotzdem abonniert. Lasst es euch gesagt sein. Seid kein 31er. Hinterhof Jaguar. Easy. Easy. Let the ice break. Give you all what your life is. I know what I say. Give me baby girl another night. When you want something, come on, you can ask and I never say no.